kleine Schäfchen. Und meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Ich habe auch heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner heiligen Schrift für euch. Und für heute und zum Sonntag. Und in den ersten Königen 12, in den Versen 20 bis 24, steht geschrieben. Und als nun ganz Israel vernahm, dass Jerobeam zurückgekommen war, sandten sie hin und ließen ihn rufen zu der Gemeinde und machten ihn zum König über Israel. Und niemand folgte dem Hause David als der Stamm Juda allein. Und als Rehabeam nach Jerusalem kam, sammelte er das ganze Haus Juda und den Stamm Benjamin. 180.000 streitbare Männer, um gegen das Haus Israel zu kämpfen. Und das Königtum an Rehabeam, den Sohn Salomos, zurückzubringen. Kam aber Gottes Wort zu Schemaja, dem Mann Gottes. Sage Rehabeam, dem Sohn Salomos, dem König von Juda und dem ganzen Hause Juda und Benjamin, und dem übrigen Volk und sprich: So spricht der Herr: Ihr sollt nicht hinaufziehen und gegen eure Brüder, die Israeliten, kämpfen. Jedermann gehe wieder heim. Denn das alles ist von mir geschehen. Und sie gehorchten dem Wort des Herrn, kehrten um und gingen heim. So wie es der Herr gesagt hatte. Und meine Kinder Gottes, das war heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner heiligen Schrift für euch und für heute und zum Sonntag.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.